Als das Leben aus Kratos wich, griffen die Arme des Hades nach ihrem Preis. Doch Kratos Schicksal beinhaltete mehr, als er ahnen konnte. Er war dazu bestimmt, eine große Veränderung zu bewirken. Eine, die die Säulen des Olymps erschüttern würde. Ich konnte seinen Tod nicht zulassen. Ares! Töte meine Feinde! Und mein Leben ist dein! Kämpfe, Spartaner. Es ist nicht dein Schicksal, hier zu sterben. Das ist nicht das Ende. Wer bist du? Ich bin die Titanin Gaia, allgegenwärtige Mutter Erde. Ich habe beobachtet, wie du ein großer Krieger wurdest und war dein ganzes Leben lang stets an deiner Seite. Doch ich kann nicht länger tatenlos zusehen. Wir werden dir helfen, Zeus zu besiegen. Zu sterben heißt zu fliehen, Kratos. Du bist ein Krieger Spartas, kein Feigling. Nur ein Feigling wählt den Tod. Ich bin nicht feige. Dann musst du kämpfen. Ich zeige dir den Weg zu den Schicksalsgöttinnen. Nur mit ihrer Macht kannst du Zeus besiegen. Ja, hallo Leute, weiter geht's bei God of War 2. Wow, wir scheinen immer noch Verbündete zu haben. Wir sind zwar in der Hölle, aber es ist noch nicht vorbei mit uns. Und die Bilder, die wir vorhin gesehen haben, sind Bilder aus der Vergangenheit von Kratos. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, seht euch mein Let's Play zum Teil 1 an. Ist gut. Seht euch mein Let's Play zum Teil 1 an. Echt ein grandioses Spiel. Vielleicht nicht unbedingt das beste Gameplay, weil es von mir ist. Aber jetzt leck mich doch mal, ihr verdammten Viecher. Hoch da. Wir müssen hier irgendwie raus. Und dann den Weg zu den Schicksalsgöttinnen finden. Wurde uns gesagt. Jetzt lass mich in Ruhe, ihr verdammten Viecher. Ihr verdammten Ausgeburte der Hölle. Genau das sind sie vermutlich auch. Lass mich da durch jetzt. Hoch da jetzt! Lass mich in Ruhe! Dammt nochmal! So, und da sind wir wieder. Wow, hier ist es passiert. Hier hat Kratos sein Leben verloren. Aber wir haben die Unterstützung der Titanen. Und hier sind die Leute von Kratos. Dahingemetzelt von Zeus. All diese Männer haben ihr Leben durch die Hand von Zeus verloren. Und auch Kratos hat sein Leben verloren. Durch die Hand von Zeus. Seine ganze Göttlichkeit, sein Leben, alles hat er verloren. Aber dafür wird er bezahlen, definitiv. Und deswegen speichern wir erstmal. So. Dieser Mistkerl, er hat uns alles genommen. So, was nun?
Wir müssen den Weg zu den Schicksalsgöttinnen finden, wurde uns gesagt. Aber wo ist der? Wo ist dieser Weg? Weiß ich nicht. Was? Der Soldat ist tot, ja. Was können wir jetzt tun? Bin ich jetzt gerade unsicher. Ich hatte im Kopf, dass hier irgendwie etwas passieren müsste eigentlich. Wir müssen uns bestimmt einfach nur alle Soldaten ansehen. Ja, hier, der lebt noch! Herr, ich wusste, niemand kann dich töten. Ich habe an dich geglaubt. Geh nach Sparta, schütze die Stadt. Aber unsere Brüder sind tot. Aber du kannst noch kämpfen. Spartaner geben nicht auf. Tu, was dein Gott dir befiehlt. Und ihr, Herr? Ich werde Zeus gegenübertreten. Es scheint, als hätte ich immer noch Verbündete auf dem Olymp. Ja, deswegen sind wir auch noch hier und nicht tot. Wer bist du? Bist du Rainbow Dash? Hallo Rainbow Dash, wie geht's dir? Aufsitzen. Ach so, ja stimmt, jetzt kommt das. Das ist auch so episch. Aber nicht ganz leicht, glaube ich. So, wir nehmen den Flugweg. Geht am schnellsten. Sammeln ein paar Flugmeilen. Und los geht's. Zurück zum Olymp, Bestie. Mein Ziel heißt Zeus. Forderst du den Gott des Krieges? Du bist nicht länger ein Gott, Kratos. Zeus, der Olymp und die Klinge, die deine gesamte Macht innehält, sind für dich auf ewig in weite Ferne gerückt. Deine einzige Hoffnung ist, die Schicksalsgöttinnen zu finden und in der Zeit zurückzureisen, bis zu dem Moment, da Zeus dich betrogen hat. Denn nur dann wird er wirklich verwundbar sein. Kratos, um erfolgreich zu sein, musst du mehr Hilfe brauchen, als ich dir geben kann. Mein Titanenbruder schlummert tief in seinem felsigen Gefängnis. Es wird Zeit, dass er erwacht. Alles klar. Aber erstmal müssen wir uns hier gegen diese Kreaturen hier verteidigen. Diese Bestien. Wow, und die Steuerung ist ein bisschen schwammig. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. So. Lass mich in Ruhe. So, wir wechseln mal. Zack. Machen das Vieh flugunfähig und sagen gute Nacht. Wow, wie episch. Das ist sowas von episch gemacht. Ganz im Ernst. Wow, was? Lass mich in Ruhe, du Drecksvieh. Was zum... Au! Stirb! Stirb, sagte ich. Ich sagte, stirb! So. Dich holen wir ebenfalls vom Himmel. Ganz im Ernst, das ist so verdammt episch gemacht. Sehr brutal, zugegeben, ja. Aber episch. Wir fliegen der Sonne entgegen. Auch geil. Wer will als nächstes? Wow, shit! Wow, shit! Was? Was ist mit der blauen Anzeige? Kommt es nicht lesen. Hör auf uns zu rammen, du Drecksvieh. Die blaue Leiste. Ach so, die... Au. Die verringert sich beim Vorwärtssprinten. Habe ich verstanden. Und was war das gerade für ein Leck? Weiß ich nicht. Au. Rainbow Dash, sei gut. Sei bitte gut. Rainbow Dash, das müssen wir hinkriegen. Au, aber wir kriegen es nicht hin. Schnapp ihn dir. So, der Nächste, der für immer Richtung Boden fällt. Der steigt nie wieder auf. So, jetzt noch du hier. Stirb. Stirb, sagte ich. Mach die Fliege. Zum letzten Mal nehme ich. Weg mit dir. So. Was? In den Raben, was? Wow, du Mistvieh. Weg mit dir. Oh, shit. Das sah krank aus. Was kommt jetzt da noch? Oh, Gott. Shit. Wow. Ich wollte eigentlich rammen. Nee, ich muss nur ausweichen.
Wow, so episch. Nein, shit. Shit, 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 shit. Shit, ich sehe nichts. Shit, 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 shit. Vorsicht. Wow, wo sind wir hier? Versteck des Titanen. Wow, lass mich alle in Ruhe hier. Lass mich in Ruhe jetzt. Verdammte Viecher. Lass mich in Ruhe. Ich sehe nichts mehr. Wow, ein Fuß. Da war ein Fuß, habt ihr das gesehen? Wer hat da gesprochen? Der hier vermutlich. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, Vorsicht, Vorsicht. Kratos, wo fliegst du hin? Shit, Gegner. Gegner, Gegner, Gegner. Hallo, meine Gegner. Hä? Die wollen gar nichts von uns. Was muss ich tun? Eine Hand! Shit, Vorsicht! Shit, Vorsicht! Nein, Rainbow Dash! Nein, Rainbow Dash! Lass es los! Lass Rainbow Dash in Ruhe! Ja, ja, Pegasus, ich weiß, für mich ist das Rainbow Dash! Komm schon! Lass es los! Ihr Viecher, nervt nicht rum! Nerv nicht rum, habe ich gesagt. Jetzt stirb doch mal. Lass es los. Bringt das überhaupt was? Leck mich. Bringt das überhaupt was? Nee, das bringt gar nichts. Lass es los. Er will es nicht loslassen. Verdammt nochmal. Wo muss ich denn hin? Hier runter vielleicht. Ah, hier. Hier, lass es los. Lass es los. Lass es verdammt nochmal los. Lass es los. Du sollst Rainbow Dash in Ruhe lassen. Ich glaube, das bringt so nichts. Verdammt nochmal. Muss irgendwie zu ihm hoch. Vielleicht hier entlang. Rutschen. Aha. Ja, ja. Episch. Wow, Gegner. Am besten so erledigen. Am besten so erledigen. Runter mit dir. Wow, okay. Wenn ihr es so haben wollt, könnt ihr haben. Oh, shit. Oh, shit. Shit, shit, shit. So nicht. Shit, so nicht. Runter da. Am besten so. Am besten so, genau. Sehr schön. Kommt ihr rüber? Kommt ihr rüber? Heppa! Verarscht. Wow, die klettern an der Decke lang. Kann ich das auch? Ernsthaft, kann ich das auch? Jetzt verpiss dich mal. Ich kann auch an der Decke entlang. Kann ich. Wow, wie geil ist das denn? Ernsthaft, wie geil ist das denn bitte? Wow, die geilsten Klingen der Welt. Was heißt der Welt? Des Olymps. Des Alles. Aber jetzt hier keine falsche Taste drücken. Nicht, dass Kratos da loslässt. Das wäre sehr fatal. Wow, 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 wow. Zu viele, zu viele. Shit, 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 shit. Greif dir ein, Kratos. Weg damit. Los, erledige die Viecher. Wir müssen Rainbow Dash helfen. Unbedingt. Ja, und falls ihr euch fragt, wer ist denn bitte Rainbow Dash? Googelt einfach. Ja. Rainbow Dash muss man noch kennen. Weg mit dir. So, ich werde jetzt gern wieder festen Boden unter den Füßen kriegen, irgendwie. Ja, so nämlich. Und runter. Wow. Shit. Runter mit dir. Runter jetzt. Ich weiß, es geht nicht allzu weit runter, aber doch geht's. Shit. Aber da komme ich auf jeden Fall runter und das ist sehr gut. Stirbt jetzt! So, Schluss jetzt. Und runter da. So. Am besten speichern wir hier erstmal. Ist nie verkehrt. Rückkehr aus dem Hades. Nö, hier.
und Speichern abgeschlossen. Was sagt die Zeit? Ein paar Minuten machen wir noch. Ein paar Minütchen machen wir noch. Wow, die ersten großen Kreaturen. Ah, keine Gnade diesem Vieh hier. Wow, Kratos ist echt sauer. Seht ihr das? Keine Chance hat das Vieh. Was nun? Hier, frisst das hier. Bam. Zahnbehandlung hier, umsonst. Oh, was willst du noch hier? Weg mit dir. Flügel rausgerissen und gut ist. So. Jetzt ist erstmal Ruhe. Sieht zumindest so aus. Wo ist jetzt unser Rainbow Dash? Ich weiß es nicht. Erstmal die Orbs hier mitnehmen. Zack, jawohl. Und nun. Was ist das hier? Ist das hier? Ich hab's kaputt gemacht. Wow. Was war das jetzt? Was war das jetzt? Shit. Was habe ich jetzt hier gemacht? Kratos? Ah, so funktioniert das. Ah, verstehe. Aber es war ein cooler Move. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für heute mit God of War 2. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.